Jetzt haben wir etwas Praktisches für Sie, für den Haushalt, aber auch für andere Dinge. Da kommen wir später zu, meine Damen und Herren. Wir haben ein Riesenset Vakuumieren. Das macht Spaß. Wenn man das einmal anfängt, dann kann man gar nicht mehr aufhören. Es macht aber auch Sinn, wenn man größere Mengen Lebensmittel beispielsweise kauft, damit die haltbar bleiben. Ja? Das ist wichtig, aber nicht nur das. Wenn Sie einen Single-Haushalt haben, ist ja immer so schwer, Kleinigkeiten zu bekommen für eine Person. Ne? Also ich kann ja schlecht hingehen und sagen, pass mal auf, geben Sie mir mal zwei Scheiben Fleischwurst. Ne? Dann guckt der Metzger einen doof an. Also alles solche Dinge kann man wunderbar vakuumieren und damit haltbar machen. Und es ist natürlich günstiger, wenn man in größeren Mengen kauft. All das, meine Damen und Herren, löst natürlich unser Set. Und der Kai ist bei mir und wir sind ja beide so, ich meine, wir kochen gerne, wir essen gerne, aber wir passen natürlich auch auf, dass nichts drankommt an die Lebensmittel. Und da vertreten wir dieselbe Meinung, wenn man es günstig bekommen kann und einen Weg hat, wie man es eben auch länger haltbar machen kann, dann machen wir das. Ne, Kai, genau, ist das so? So machen wir das auch, Tatsache. Ja. Und wir wollen natürlich auch, dass Lebensmittel eben nicht weggeworfen werden, sondern aufgebraucht werden, solange man sie zu Hause hat. Und Vakuumiersets sind heute ein Riesenthema. Erstens mal, weil absolut keimfrei die ganze Sache ist. Das bedeutet also, wenn Sie heute noch ein Stück Fleisch übrig haben. Normalerweise verschwindet das wieder in der Folie im Kühlschrank. Nach 2 Tagen ist es braun oder grabbelig oder grau. Genau. Das heißt, das Fleisch hat zu viel Sauerstoff bekommen und altert ganz automatisch. Außerdem die Gerüche im Kühlschrank, teilweise wenn Sie jetzt zum Beispiel auch mal die klassischen Käse haben, die etwas strenger riechen, die dann auch altern. Das können Sie alles mit unserem kompletten Vakuumier-Set hier umgehen. Wir haben Ihnen absichtlich ein großes Set zusammengestellt, damit Sie gleich von Anfang an wirklich alle Möglichkeiten zu Hause haben, um eben Ihre Waren frisch zu halten. Ich denke da zum Beispiel auch an Fisch. Deswegen haben wir ja auch mal ein schönes Stück Lachs mit vorbereitet. Fisch eine Nacht im Kühlschrank, für mich persönlich geht gar nicht, weil am nächsten Tag ist der hin. Das ist einfach so. Ja, 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 so ist ja. Das. Bei Fleisch dasselbe, also wenn Sie ein Filet kaufen oder so, dann ist das tatsächlich so, man muss es ganz schnell verwerten. Und ich sag mal so, wenn Sie jetzt ein ganzes Filet kaufen, Rinderfilet beispielsweise, ist das natürlich viel günstiger zu bekommen, als wenn Sie nur ein Stück Filet kaufen. Ja, es fängt ja schon damit an, dass es Kopf und Schwanz gibt beim Filet. Ja. Und das mögen viele nicht gerne, sondern sie hätten gerne das Mittelstück lieber. Genau. Und das Mittelstück ist dann gleich schon wieder pro Kilo 9 Euro teurer. Ne? Mhm. Also das geht einfach gar nicht. Gerade jetzt zu den Feiertagen, da bleibt viel über, ob es nun das kalte Buffet ist oder aber auch die Weihnachtsgans. Ja? Und da kann man jede Menge einfrieren, auch fertige Sachen schon. Ne? Wenn die Frau also eine Woche wegfährt, mit ihrer Freundin beispielsweise, kann die für den Mann schon mal portionieren sozusagen. Und der Mann holt sich dann jeden Tag ein Stück aus dem Gefrierer raus, das können sie nämlich auch damit machen, und packt es in die Mikrowelle. Und auch das können sie damit machen. Vorteil ist natürlich auch, Vitamine und Mineralien bleiben komplett erhalten, weil ich eben meine ganze Ware dem Sauerstoff nicht aussetze. Das Set, was wir Ihnen anbieten, besteht einerseits aus Vakuumierbeuteln, andererseits aber auch aus passenden Dosen. Weil bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, Kaffee muss frisch sein. Ja. Und ich habe immer Bohnen zu Hause und mahle morgens immer frisch, weil dann der Kaffee einfach am allerbesten schmeckt. So ist es. Wie halten Sie jetzt die Bohnen frisch in der Originalverpackung, in einem Glasbehältnis, wo vielleicht trotzdem immer wieder Luft dran kommt? Nein, ich kann Ihnen persönlich bloß sagen, mit Vakuumieren hält Kaffee um Längen länger. Genauso muss man es mal ausdrücken. Ja. Da gehen wir mal durch das Set, was wir alles dabei haben. Für keine 80 Euro sind Sie heute dabei. Normalerweise würden Sie über 100 Euro zahlen. Wir lassen mal wieder ordentlich was runter und wir gehen auch mal durch. Ganz genau. Anfangen tun wir bei unseren 22 mal 21 Zentimeter Beuteln, die auch hier liegen. Da kommen 20 Stück zu Ihnen komplett verpackt nach Hause. Sie können natürlich alle auch einzeln nachbestellen. Das ist ganz wichtig, weil wir Ihnen immer die Sets ja auch so aufbauen, dass Sie jederzeit alles bei uns immer nachbekommen. Wenn Sie mal sagen, ich habe jetzt eine Beutelgröße, die ideal für meinen Haushalt ist, dann können Sie natürlich sagen, okay, packe ich noch mal 20 drauf, dann haben Sie immer Reserve. Das ist das Erste. Dann haben wir unsere 26 mal 28 Zentimeter, das sind 3 Liter, also 1,3 Liter sind die kleinen 22 mal 21 Zentimeter. Dann kommen unsere 26 mal 28 Zentimeter, da passen 3 Liter rein, also schön für große Stücke Fleisch, all diese Dinge. Und natürlich noch unsere 30 mal 34 Zentimeter mit 5 Liter Volumen. Und das sind alle eben mit diesem Zipper, damit ich das wieder aufmachen kann, und unserem Vakuumierventil, was hier drauf ist. Und genau das brauchen Sie, um aus unseren Taschen hier die Luft wieder rauszuziehen. Das hält alles bis zu 5-mal länger, meine Damen und Herren. Das ist ja schon ein Hammer überhaupt. Ne? Das heißt also, wenn Sie normalerweise Lebensmittel 2-3 Tage aufbewahren können, dann können Sie das jetzt 5-mal längern. Das bedeutet dann gleich schon ein paar Wochen.
kochen. Ja, eben, genau. Und das macht auch Sinn. Es ist egal, ob das Fleisch ist oder Wurst oder Käse oder Obst oder Nüsse oder eben Kaffee, wie du sagst, oder Tee oder getrocknete Kräuter beispielsweise. Kekse, Cornflakes, ja, all diese Sachen, die sonst richtig matschig werden, wenn sie Luft kriegen, das können sie sich alles ersparen. Oder das Bütterken für die Arbeit. Das Bütterken, ja genau. Bleibt und frisch. Das Tolle ist eben, das sieht auch noch alles richtig schick aus. Unsere Dosen, die wir Ihnen nämlich mit dazu liefern, sind in so einem ganz frischen Grün gehalten. Das heißt also auch so gerade speziell für Gemüse und Obst, das ist eine ganz tolle Sache. Und da kriegen Sie auch 4 verschiedene Dosen komplett mit nach Hause. Auch die hier oben mit unserem Ablassventil oder Absaugventil und mit Schnappverschluss. Und das ist einmal sozusagen hier die kleine Box mit 21,5 mal 13,8 cm. Dann haben wir natürlich unsere, wo habe ich es denn aufgeschrieben, unsere Box 25 mal 16,5 cm, sind 2,6 Liter, das ist die hier unten drunter. Mhm. Und dann haben wir noch unsere beiden Runden, die stehen hier. Das ist einmal eine Box mit 14,2 mal 8,3 cm, 0,6 Liter, das ist die hier. Mhm. Und dann noch eine größere, dann in 1 Liter, das ist sozusagen die, die jetzt da gerade links daneben stand. Ja. Und jetzt geht es noch weiter, weil wir haben uns ja auch überlegt, Mensch, das ist ja genau das Gleiche bei Getränken. Ne? Ja. Und deswegen liefern wir Ihnen, ist nicht, gut aus, ist nicht vakuumiert, aber es ist in Ordnung. Ja. Und da liefern wir Ihnen jetzt 4 Vakuumflaschendeckel mit. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, weil Sie hier einfach mal wirklich sagen können, wenn ich offene Getränke habe, die eben gerade jetzt speziell Obstsäfte, all diese Dinge, dann haben Sie hier den Riesenvorteil, können Sie auch länger halten, bleibt in der Flasche drin, Sie vakuumieren und der schmeckt eben nach 3, 4, 5, 6 Tagen eben auch und säuert nicht. Und das ist ja der Riesenvorteil an der Sache. Mhm. So, meine Damen und Herren, ein Set muss natürlich eins beinhalten und zwar unsere Vakuumierer. Und auch da haben wir 2 Stück für Sie. Ganz genau. Nummer 1, unseren Handvakuumierer, der hier steht, der, wenn Sie ziehen, natürlich die Luft raussaugt. Den setzen Sie auf die Ventile auf, so einfach geht das. Und dann fangen Sie hier an, zu pumpen, die Luft rauszuziehen. Ja. So, und jetzt können wir das mal hören, vielleicht übers Mikro. Haben Sie das gehört? Ja. So, das war das jetzt, wo ich Ihnen gerade gezeigt habe. Du atmest etwas schwer heute, oder? Bitte? Hm? Ich atme, ja, ich habe so ein Darth Vader-Syndrom heute. Dieses So, und so schnell geht das, liebe Zuschauer. Das heißt also, mit der Handpumpe hier können Sie das wunderbar machen. Ich mache es nochmal. Und damit entziehen Sie einfach hier diesen Dosen die Luft und alles bleibt wesentlich haltbarer. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, Moment, ich möchte das etwas bequemer haben, überhaupt kein Problem, kriegen Sie auch mitgeliefert, dann geht das nämlich auch mit Batterie. Auch da das Gleiche, wir haben hier vorne eine Gummilippe drauf sitzen, in der eben hier an unserem Ventil das zugemacht wird und das setze ich auf und dann sage ich einfach ganz bequem, gib Gas. Und Sie hören das auch, das geht schon jetzt vom Ton her runter. Mhm. Das heißt, die Luft wird schon rausgesaugt. Der weiß selber, wann Schluss ist, ne? Ja. Mhm. Und zieht und zieht und zieht und zieht und zieht und zieht. So. Und Ihnen das mal zu zeigen. Ja. Funktioniert auch wunderbar, da hören Sie es wieder rauskommen. Das ist natürlich eine sehr praktische Lösung, weil ich einfach sage, wenn es schnell gehen muss, mit dem elektrischen, viel bequemere Variante. Und man merkt jetzt eben schön, wie er die Luft rauszieht, weil es immer tiefer wird vom Ton her. Und dann ziehen Sie ganz einfach ab und schon sind Ihre Dosen wie auch natürlich Ihre Beutel wieder vakuumiert. Und ich kann Ihnen eins sagen, man spart sich so unendlich viel Geld, was Lebensmittel betrifft, die normalerweise vielleicht mal umgekippt sind. Wenn Sie heute sich zum Beispiel im Single-Haushalt einen Salat, einen Frischsalat holen, die sind dann meistens im halben oder dreiviertel Kilo abgepackt und sagen sich, ach, das schaffe ich aber jetzt alleine nicht. Dann verschwindet das normalerweise in der normalen Tüte, die gelocht ist, auch wieder im Kühlschrank. Dann haben Sie vielleicht heute ein frisches Fach im Gefrierschrank, wo das 2, 3 Tage länger hält. Aber trotzdem wird der Salat irgendwann grabbelig. Wenn Sie heute aufgeschnittene, zum Beispiel Paprika haben, Paprika, wenn Sie sagen, ich habe zu viel geschnitten, lege ich in den Kühlschrank, werden sofort matschig. Überhaupt kein Problem mehr. Vakuumieren Sie entweder in der Dose oder eben im Beutel. Wir haben ja einiges ja auch vorbereitet. Oder zum Beispiel auch Pilze. Das ist ein Thema. Pilze fangen ja an, sofort Wasser zu ziehen im Kühlschrank. Ja, die sind ja normalerweise, wenn ich sie kaufe, trocken und dann werden die matschig im Kühlschrank. Schauen Sie mal, wir haben das jetzt hier mal mit Paprika und Pilzen mal vorbereitet. So sieht das dann aus. Wir vakuumieren es Ihnen auch gleich nochmal, damit Sie einfach mal sehen können, wie perfekt das funktioniert. Und natürlich dann, und das ist wichtig, wenn Sie den Beutel irgendwann wieder entnehmen wollen, haben wir hier oben eben unseren Klickverschluss. Das ist dieser klassische Zipverschluss, den Sie kennen. Und mit dem kann ich eben hier wirklich oben zuziehen, mache das hermetisch dicht. Und dann komme ich eben mit meiner Pumpe hier, setze hier an. Ich zeige es Ihnen mal, wie einfach das geht. Setze hier auf. Und jetzt können Sie mal zugucken,
wie da die Luft rausgeht. Das ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Wahnsinn, oder? Ja. So einfacher, schneller, perfekter können Sie nicht vakuumieren. Jetzt sieht man sogar schon, wie die Flüssigkeit hochzieht. Ja. Und damit ist Ihr Gut perfekt vakuumiert. So, ich finde es ein ganz, ganz, ganz tolles Set, weil es unheimlich viel Lebensmittel den Tod im Mülleimer erspart. So, und jetzt kommt der Gag an der Sache. Sie können das, so wie es ist, einfrieren. Genau. Ja? Sie können das auch so, wie es ist, wieder in die Mikrowelle packen. Also praktisch aus dem Gefrierer ab in die Mikrowelle. Dazu sind diese Beutel tatsächlich fähig und das finde ich einfach ideal. Sie können es auch schonend in ein Wasserbad legen beispielsweise. So, und jetzt kommen wir nämlich zum Dampfgaren. Ne? Genau. Ja. Ja. Und das ist das, was ich auch sensationell finde, wenn Sie heute mal in einem professionellen, in einem guten Restaurant sind. Die arbeiten heute alle mit Vakuumieren und Dampf. Warum machen die das? Ganz einfach. Erstens mal, weil ich natürlich die Zeiten, wann ich was vorbereiten kann, wesentlich besser timen kann. Zweitens, weil das Fleisch und der Fisch, das müssen Sie sich mal angucken, wenn Sie mal die Möglichkeit haben, in meiner Küche reinzuriechen, das geht nämlich hier auch mit dem Dampfgarn, das ist ja der Knaller, dann werden Sie mal sehen, Fleisch normalerweise verliert an Größe, wenn ich es in die Pfanne tue. Das passiert hier beim Dampfgarn nicht mehr. Das heißt, dieses ganze Set ist nicht nur zum Frischhalten, sondern eben auch die Möglichkeit aufzutauen in der Mikrowelle, natürlich einzufrieren, aber auch Dampf zu garen. Machen Sie ganz einfach in einem Wasserbad, funktioniert perfekt und schon halten Ihre Lebensmittel länger und Sie haben natürlich auch mehr Geschmack bei der ganzen Sache. Jetzt haben wir hier Hähnchenfleisch drin beispielsweise und unten haben wir auch Lachs drin. Mhm. Natürlich sind die Dosen eigentlich mehr für trockene Sachen. Ne? Ja. Wir haben es trotzdem mal gemacht, weil es ist natürlich möglich, aber normalerweise würde ich jetzt Fleisch in einen Beutel tun, wie wir das hier gemacht haben beispielsweise. Genau. Also das ist jetzt Rinderfilet und das kann man wunderbar in so einen Beutel, da sieht er verschiedene Größen, das ist also richtig groß, da kriegen Sie auch ein Kilo oder zwei rein. Ja. Da kann man das wunderbar machen und vakuumieren. Hier oben haben wir dann den Knopf, wo wir aufsetzen und wir haben ein Zippo-Mato, einen sogenannten Reißverschluss, meine Damen und Herren. Mit dem können wir dann natürlich öffnen und sofort wieder arbeiten. Das heißt also, das Fleisch kann dann sofort wieder benutzt werden. Oder aber wir machen es mit Obst, mit Erdbeeren. Beispielsweise. Das hier ist jede Erdbeere für sich vakuumiert und das ist wichtig für das Einfrieren. Mhm. Denn wenn Sie Erdbeeren in Massen einfrieren, zusammen, dann werden die matschig. Aber wenn Sie es einzeln machen, wie man hier ganz klar sehen kann, jede ist für sich einzeln eingeschweißt, meine Damen und Herren, dann bleiben die tatsächlich frisch und das merkt kein Mensch, wenn die eingefroren waren. Himbeeren. Brombeeren, all diese Dinge, alles, was also jetzt hier unsere Früchte betrifft, überhaupt kein Problem mehr. Oder zum Beispiel auch, was ich auch merke, wenn du zum Beispiel frisches Apfelkompott machst und du willst das mal 3-4 Tage stehen lassen, geht ja normalerweise nicht, fängt an zu gären, vakuumieren Sie das mal. Geht perfekt. Es ist einfach, bleibt frisch, weil kein Sauerstoff drankommt und natürlich geschmacklich, wenn Sie heute ein Fleisch frisch beim Fleisch an der Theke kaufen und sagen, wow, das liegt da richtig schön rotfarben drin, Rinderfleisch so richtig schön rot. Das nehmen Sie mit nach Hause und lassen es eine Nacht im Kühlschrank liegen, in der normalen Folie. Ist das Fleisch am nächsten Tag grau und schmeckt auch nicht mehr. Das heißt, wenn Sie das anschneiden oder teilen, ist es innen drin rot, aber außen ebenso leicht grau. Und das kann Ihnen mit Vakuumieren auch überhaupt nicht passieren, weil das Fleisch kommt genauso, wie es Walter gerade eben mit unserem schönen Filet gezeigt hatte. Das Fleisch bleibt einfach absolut rot, weil kein Sauerstoff dran kommt. Mhm. Schauen Sie mal da, jetzt zum Beispiel auch diese Frühstücksserialien. Das sind so Müsli-Brocken, ne? Genau, Müsli-Brocken, genau. Heute sagt man ja auch modern dazu Cerealien. Und auch die können Sie alle perfekt. Hier sehen wir zum Beispiel, da rührt sich gar nichts mehr. Ja, da rührt jetzt, sich nichts, guck hier. Da sind jetzt komplett mal Plätzchen mit drin, das heißt also ganz normal Kekse. Und das fand ich früher immer so grausam, wenn man morgens seine Cornflakes dann aus der normalen Verpackung geholt und hatte am Abend vorher oder am Morgen vorher vergessen, innen die Kunststofffolie zuzudrehen. Dann können Sie sich jetzt ungefähr, ich mache Ihnen mal das Gesicht ungefähr vor, wie das dann, also normalerweise so, ne, und das knackt dann so, am nächsten Morgen sitzen Sie dann so da. Gummi. Gib Gummi. Gar nicht gut. Schon wenn Sie das aber vakuumieren, ist es überhaupt kein Problem, weil die über Wochen absolut frisch bleiben, wie am ersten Tag, als ob es aus der Originalverpackung wäre. Ja? So, wir zeigen Ihnen nochmal anhand eines kleinen Films, meine Damen und Herren, wie man das Ganze benutzen kann. Sie können natürlich auch, wenn Sie jetzt in Urlaub fahren, in die Beutel Dokumente reintun oder in die Dosen Dokumente reintun, damit da bloß nichts drankommt. Oder Sie können Ihre Wertsachen, Ihren Schmuck, können Sie in Dosen tun und vakuumieren. Auch das geht natürlich. Stimmt, gerade wenn man die Transportation
transportiert im Koffer oder so, da wird nichts nass. Ne? Und also ich finde das wirklich gut. Man kann das also wirklich wunderbar zweckentfremden für alles, was man so hat, gerade für Dokumente. Ne? Ja. Wir haben es ja zum Beispiel auch im Großen für unsere Bettdecken und all diese Dinge zum Vakuumieren. Genau. Auch da ist es das Gleiche. Da müssen Sie auch mal bei den Sendungen gucken, weil das ist nämlich auch toll, weil da sparen Sie sich zum Beispiel auch unendlich viel Platz in Ihrem Schrank. Weil wenn Sie mal so einer Daunendecke auch die Luft entziehen mit so einem Vakuumierbeutel, da werden Sie staunen, wie viel Platz urplötzlich da ist. Hier ist es aber wirklich so, wir arbeiten gegen das Altern der Lebensmittel dadurch, dass wir ihnen eben den Sauerstoff entziehen. Und das Tolle ist einfach, dass auch ein Lachs, der jetzt hier so schön orangefarben ist mit der wunderschönen Haut, eben nach 4, 5, 6 Tagen in so einer Dose eben noch genau so aussieht. Total frisch. Ja. Ne? Ja. So, hier haben wir jetzt unseren elektrischen Vakuumierer. Wie gesagt, wie Sie es wollen. Entweder von Hand, wie der Holländer sagt, oder eben hier elektrisch. Und damit können Sie eben wunderschön die Luft rausziehen und schon bleiben Ihre Lebensmittel wesentlich länger frisch. Und vor allem, das kann natürlich auch mal den Einkauf wesentlich vereinfachen, weil Sie auch mal sagen können, ich kann mal länger vorkaufen für eine ganze Woche. Wenn Sie jetzt 2, 3, 4 Köpfe in der Familie sind, vielleicht haben Sie 3 Kinder, Mann und Sie zu Hause und kaufen sowieso schon in größeren Mengen ein, dann können Sie jetzt eben auch mal das, was normalerweise sehr schnell verdirbt, eben auch wesentlich länger halten. Ja, ne? Vor allen Dingen ist es billiger. Man spart also jede Menge Geld und hat immer einen kleinen Vorrat da. Das ist ja das Schöne dabei. So, da haben wir jetzt Fleisch beispielsweise. Da macht er so einen kleinen Stroganoff. Und jetzt eben in der Folie. Das ist unser Zipper oben. Jetzt tut der Ugo unser Fleisch da rein, in unserer hübschen Küche. Ja, so wie der arbeitet, möchte ich mal Urlaub haben. Jetzt den Zipper oben wieder zumachen. Ja. Nein, wir zeigen Ihnen das natürlich ganz bewusst langsam, damit Sie es genießen können, damit Sie sehen können, welche Schritte hier notwendig sind. Und das macht richtig Spaß. Ja. Man wird wirklich süchtig vom Vakuumieren. Es wird hinterher wird alles vakuumiert. Ja, es ist wirklich alles. Ne? Auch mal irgendwie, keine Ahnung, was anderes. Also schon toll. Und hier haben wir eben jetzt nochmal, jetzt sehen wir das nochmal mit der elektrischen Pumpe. Da geht es natürlich wesentlich bequemer und der Effekt ist halt sofort zu sehen. Ne? Und das ist eine ganz tolle Sache. So, also Komplettset, meine Damen und Herren, für keine 80 Euro. Die Artikelnummer ist die NC3594569. Ich wiederhole, NC3594569. Sie können übrigens, das ist jetzt für Sie wichtig zu Hause, alles auch einzeln kaufen. Ob das eben die Beutel sind in verschiedenen Größen oder ob das die Dosen sind, ne, die wir haben. Also hier haben wir große Beutel noch, dann eben Dosen in verschiedenen. Hier geht ein Liter rein beispielsweise, der ist etwas kleiner, 0,6 ist das. Und dann haben wir noch die viereckigen Dosen, die kriegen Sie auch alle einzeln, wie natürlich auch unsere Handpumpe und unsere Akku, also unsere Batteriepumpe. Genau. So. Ja? Also ich würde es ja im Set kaufen, dann haben Sie alles beieinander, dann haben Sie auch was für Camping und Urlaub und so. Würde ich immer mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Und da sagst du was. Ja. Grillen, na klar, wenn Sie heute Ihr Grillfleisch frisch kaufen, im Sommer zum Grillen wollen, dann vakuumieren, mitnehmen. Kann nichts passieren, das Grillglut bleibt absolut frisch, wenn Sie es dann nachher bei Ihren Kollegen oder vielleicht am Badeweiher auf den Grill schmeißen. Genau das. Oder eben Low Food, so an der Temperatur. Das geht natürlich auch, hast du ja auch schon gesagt, 50 bis 85 Grad. Das geht wunderbar und vor allen Dingen, da bleiben die Vitamine und alles total erhalten. So, wir kommen zum zweiten Schritt. Und der zweite Schritt bedeutet, ich habe hier noch einen Vakuumierer. Das ist ein anderer. Und der hat einen Akku. Der hat einen Akku. Die anderen haben Batterien. Wir haben hier, Set ist der mit Batterie. Und hier, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe viel zu vakuumieren, das sehe ich schon. Der Karin, der Walter haben mir das gezeigt. Das finde ich überragend gut, das möchte ich haben. Dann haben wir noch einen kleinen Tipp für Sie. Wir haben nämlich hier noch mit Netzteil und Akku eine Vakuumpumpe. Und diese Vakuumpumpe, meine Damen und Herren, sollte man auch immer dabei haben, weil die kann man jederzeit aufladen. Hier ist Netzteil und hat eben diesen Akku. Und deshalb kein Problem, damit ganz schnell zu arbeiten. Ist nämlich super günstig. Für keine 20 Euro bekommen Sie diese Pumpe. Kostet normalerweise fast 60 Euro. Artikelnummer ist die NC3555569. Ich wiederhole, NC3555569 für diesen elektrischen Handvakuumierer mit Netzadapter. Okay? So. Also, jetzt haben wir hier Bestellnummer NC3555 und die 569 für unseren Akku- und Netzteilbetrieb. Das bedeutet, wenn Sie jetzt wirklich sagen, Sie haben jetzt gerade vor Weihnachten größere Festivität,
die ganzen Lieben kommen, sie sind vielleicht 10, 12, 14 Mann und sie sollen noch einiges vorbereiten und schon mal vorschneiden, dann haben sie natürlich den Vorteil, wenn sie mit Netzbetrieb arbeiten, hält die Pumpe natürlich auch wesentlich länger. Ja, stellen ja, sie dich extra dazu und wenn sie jetzt sagen, das komplette Vakuumierset will ich haben, dann ist es die NC3594 und die 569, wo sie eben unsere ganzen Dosen, unsere Behältnisse, eben auch die Folien, das heißt die Beutel bekommen, plus den Handvakuumierer, plus den Batterievakuumierer. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie frisch das geblieben ist. Ja, warte mal. Klingt, ne? Knack, wunderbar. Das knackt gut. Ja, endlich bleibt alles frisch. Die also mit den 32 Zähnen, ja. Es ist einfach genial. Ich finde Akkus, vakuumieren finde ich wirklich genial. Ja. Das hat richtig was. Und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, Sie haben immer frische Sachen und es hält sich alles, wie gesagt, fünfmal länger. Sie sparen auch noch jede Menge Geld damit. Also, ran ans Telefon, nicht mehr warten. Ich würde mir beides holen. Ne? Diese und das Komplettset. In diesem Sinne.